Die Grafik hierunter zeigt ein Rennen von Asterix und Obelix. Klein a, bestimme die Geschwindigkeiten bei 1, 2 und 3 und drücke sie in Meter pro Sekunde aus. Klein b, wo sind Asterix und Obelix am Ende des Rennens? In der Grafik erkennen wir, dass die horizontale Achse die Zeitachse ist, Zeiten t, die in Minuten ausgedrückt sind. Wir sehen auch, dass die vertikale Achse die Distanzachse ist, Distanzen d, die in Dekameter ausgedrückt sind. Während der ersten 3 Minuten legen Asterix und Obelix diese 30 Dekameter zurück. Ihre konstante Geschwindigkeit liest man durch vertikale Zahl geteilt durch horizontale Zahl. Also hier 30 Dekameter geteilt durch 3 Minuten. Die konstante Geschwindigkeit V1 beträgt also 30 Dekameter pro 3 Minuten. Das heißt 10 Dekameter pro 1 Minute. Auch das können wir hier ablesen. Während einer Minute haben Asterix und Obelix 10 Dekameter zurückgelegt. Die Geschwindigkeit liest sich also ab durch diese vertikale Zahl 10 Dekameter geteilt durch diese horizontale Zahl 1 Minute. Und 10 Dekameter auf 1 Minute, das macht 100 Meter auf 60 Sekunden. Und somit ist die Geschwindigkeit V1 1,6 Periode Meter pro Sekunde. Während der 2 nächsten Minuten hat die Distanz sich nicht verändert, denn diese Strecke 2 ist horizontal. Was also bedeutet, während dieser 2 Minuten waren Asterix und Obelix im Ruhestand. Und deswegen ist während dieser 2 Minuten die Geschwindigkeit gleich 0. Die Geschwindigkeit V2 beträgt also 0 Dekameter auf 2 Minuten. Das heißt auch 0 Meter pro Sekunde. In den 2 nächsten Minuten haben Asterix und Obelix diese 30 Dekameter zurückgelegt. Die konstante Geschwindigkeit V3 beträgt also 30 Dekameter auf 2 Minuten. Das heißt 15 Dekameter pro Minute, also 150 Meter auf 60 Sekunden. Und somit finden wir, dass die Geschwindigkeit V3 2,5 Meter pro Sekunde beträgt. Kommen wir jetzt zu klein b. Am Anfang des Rennens, das heißt bei der Zeit t gleich 0, war die zurückgelegte Strecke 0. Dann, während der 3 ersten Minuten, legen Asterix und Obelix diese 30 Dekameter zurück. Anschließend machen sie da 2 Minuten Pause und dann laufen sie zurück bis zu diesem Punkt. Also, wo sind Asterix und Obelix am Ende des Rennens? Sie sind wieder am Startpunkt.